Hallo? Hier ist Jason Archer. Hören Sie, diese Geschichte muss bald ein Ende haben. Lange stehe ich das nicht mehr durch. Haben Sie wieder Albträume? Was sonst? Es dauert nicht mehr lang. Sind Sie sicher, dass niemand was weiß? Ich habe so ein komisches Gefühl, als würde ich andauernd beobachtet. Das ist ganz normal, Jason. Das geht jedem so. Ach ja? Wären Sie in Gefahr, dann wüssten wir das. Na prima. Vertrauen Sie mir. Ich habe das alles schon durchgemacht. Ich vertraue Ihnen ja, aber ich bin kein Profi, verdammt nochmal. Und ich verstehe nicht, warum das nicht reicht, was ich Ihnen bereits beschafft habe. Nur Mut. Halten Sie sich an die Anweisungen. Erfolgt die Übergabe wie bisher? Nein. Diesmal übergeben Sie die Sache persönlich. Warum? Wir können nicht ausschließen, dass wir beobachtet werden. Wir treffen uns an einem abgeschiedenen Ort. Es ist auch für Sie sicherer. Und für Ihre Familie. Meine Familie? Lassen Sie meine Familie aus dem Spiel. Das Labyrinth. Total Control. Von David Baldacci. Aus dem Amerikanischen von Michael Krug. Hörspiel in 2 Teilen. Bearbeitung Uta Maria Heim. Regie Jörg Schlüter. Teil 1. Das Gesetz des Dschungels. Weltweit verbinden sich die Computer zu einem globalen Netzwerk. Dadurch wächst gleichzeitig immer mehr die Gefahr, dass sich die Macht zentriert. Und eines Tages könnte vielleicht ein einziger Mensch uneingeschränkte Kontrolle über unser Leben ausüben. Und was, wenn es ein böser Mensch ist? Tja, was dann? Was passiert dann? Das einzige Licht im Raum stammte von einer Stehlampe neben einer zerschlissenen Couch. In dem kleinen Lichtkegel saß ein hochgewachsener Mann mit schmalen Schultern. Sein großer Schädel war kahl, der Bart dicht und stahlgrau, das breite Gesicht tief zerfurcht. Es sah aus, als schliefe er. Plötzlich schlug er die Augen auf. Mit stechendem Blick irrten seine fast schwarzen Augen durchs Zimmer. Die Gesichtszüge verzerrten sich. Er tastete nach einer Art Walkman, den er am Gürtel befestigt hatte. Er fand den richtigen Knopf. Sogleich verabreichte ihm die Pumpe eine ungeheure starke Dosis schmerzstillender Mittel. Erschöpft lehnte sich der Mann zurück. Er war schweißnass und zitterte. Unsicher erhob er sich. Dann taumelte er ins Badezimmer und sah in den Spiegel. Das bin ich. Arthur Lieberman. 62 Jahre alt. Präsident der amerikanischen Zentralbank. Bin geschieden. Und pleite. Außerdem habe ich Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium. Stets hatte er ein maßvolles Leben geführt. Er hatte Sport getrieben, nie geraucht, nie getrunken und immer auf sein Gewicht geachtet. Bei dem Gedanken, dass der bevorstehende Tod ihm eine Handlungsfreiheit gewährte, die ihm ein Leben lang verwehrt gewesen war, musste er plötzlich lächeln. Punkt 5.30 Uhr verließ Arthur Lieberman die Wohnung. Etwa zur gleichen Zeit wurde der Mariner L-800 Düsenjet für die Vorbereitung auf den Direktflug nach Los Angeles aus dem Hangar des internationalen Flughafens Dallas rangiert. Er war bereits gewartet und musste nur noch aufgetankt werden. Na los, ein bisschen Dalli. Ich mach ja schon, Chef. Die Tankverschalung an der Unterseite der Tragfläche wurde heruntergeklappt. Der Tankwart sah sich um. Niemand beobachtete ihn. Er besprühte den freiliegenden Teil des Treibstofftanks mit einer Substanz aus einem Plastikbehälter. Dann holte er einen schmalen, rechteckigen Gegenstand aus der Hosentasche und schob die Hand ins Innere der Tragfläche. Als er sie zurückzog, war sie leer. Hier spricht der Kapitän. Im Namen der Crew begrüße ich Sie auf dem Flug 3223 von Dallas nach Los Angeles.
Unter uns liegen die Hügel von Virginia und wir haben die vorgeschriebene Reiseflughöhe von 35.000 Fuß erreicht. Die voraussichtliche Flugdauer beträgt 5 Stunden und 5 Minuten. An Bord des fast 100 Tonnen schweren Mariner L800 mit einer Länge von 47 Metern befanden sich 174 Passagiere sowie eine 7-köpfige Besatzung. Möchten Sie Tee, Kaffee? Ein Wasser, bitte. Blitz? Draußen? Hast du das gesehen, James? Innerhalb von Sekunden brachen 2/3 der Tragfläche ab und rissen das erste Triebwerk mit sich in die Tiefe. Zerfetzte Hydraulikleitungen und Kabel schlugen gegen den aufgebrochenen Tank, aus dem der Treibstoff gegen den Flugzeugrumpf spritzte. Die Maschine drehte sich auf den Rücken. Die meisten Passagiere wurden brutal aus ihren Sitzen gerissen. Der L-800 schlingerte wild durch die Luft und raste mit der Nase voraus im Sturzflug Richtung Erde. Mayday, Mayday, der Höhenwert ist schon fast auf der Null. Arthur Liebermans Mund klappte auf, während er völlig ungläubig die Armlehnen umklammerte. Er war angeschnallt. Als einziger blieb er bei Bewusstsein, bis zum bitteren Ende. Ja, ja, ist ja schon gut. Sydney Archer parkte ihren Ford Explorer vor der Kindertagesstätte. Wie immer war sie spät dran. Auf, Amy. Mein Flieger wartet nicht. Amy will nicht. Du gehst schön spielen, mein Schatz. Und mach deinen Mittagsschlaf. Ich komme heute spät dich abholen. Und Daddy? Daddy ruft dich heute Abend an. Wann kommt Daddy? Eine halbe Stunde später stellte Sydney den Wagen im Parkhaus der Kanzlei ab, schnappte sich den Aktenkoffer, warf die Autotür zu und rannte zum Fahrstuhl. Bald ist Weihnachten, Sid. Oh, Paul, hast du mich erschreckt. Naja, bis Weihnachten, da sind ja noch fast 4 Wochen hin. Was hast du in diesem Jahr vor? Fährst du wieder zu deinen Eltern? Nein, ich werde Weihnachten mit Jason und Amy zu Hause verbringen. Vor einem knisternden Kaminfeuer, einem riesigen Weihnachtsbaum und einem Berg von Geschenken. Schön wär's, Paul. Aber bis dahin habe ich noch jede Menge zu tun. Ach ja, du fliegst ja gleich nach New York. Und morgen steht überall die Schlagzeile, Triton übernimmt Cybercom. Das hängt nicht von mir ab. Du wirst das Kind schon schaukeln. Ich drück dir die Daumen, Sid. Zwar arbeitete Sydney offiziell nur 3 Tage die Woche, aber dennoch gehörte sie zu den tüchtigsten Anwälten von Tyler Stone. Alle hielten sie für eine Karrierefrau. Dabei verfolgte sie ganz andere Ziele. Sie wünschte sich nämlich noch ein Kind. Und dann würde sie endlich zu Hause bleiben. Wenn das Zuhause bis dahin endlich ihnen gehörte. Familie Jason Archer. Und nicht mehr wie heute der Bank. Ciao, viele Grüße an Jason. Für ihn wird das ja ein richtiges Heimspiel. Triton schluckt Cybercom, seine Frau schmeißt das und er steigt auf. Was machst du für ein Gesicht? Dein Mann kann doch bei Triton nicht ewig Kabel löten. Nein, sicher nicht. Ciao. Was möchten Sie trinken? Tee? Kaffee? Oh, nichts. Danke. Aber wenn Sie mich vor der Landung bitte rechtzeitig wecken würden. Aber gern. Jason, was ist denn los? Jetzt mach doch, sonst verpasst du dein Flugzeug. Mann, was sind wir nur für eine hektische Familie. Du fliegst nach Los Angeles, ich nach New York. Amy, auffliegen! Sid? Eigentlich reise ich gar nicht für Triton nach L.A. Was soll das heißen, Jason? Das soll heißen, dass es sich um keine Dienstreise handelt. Und was dann? Ist es... Hast du etwa... Amy, geh mal rasch deine Püppi holen. Amy, bleibt hier! Es handelt sich um eine Reise für uns. Für uns? Wieso für uns? Ich verlasse Triton. Ich fliege nach L.A., um mich bei einer anderen Firma vorzustellen. Was? Ja, Allegra Ports Technology. Einer der weltgrößten Produzenten von Spezialsoftware. Sie haben mir... Nun, ich werde dort Vizepräsident. 3-mal so viel Gehalt wie jetzt. Eine Riesenprämie am Jahresende, Aktienoption. Eine großzügige Altersversorgung. Ich weiß es nicht, Jason. Das ist doch wunderbar. Warum hast du mir das nicht früher erzählt? Ja, ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Schließlich bist du die Anwältin von Triton.
Ich habe versucht, erstmal meine Arbeit fertig zu bringen. Ich wollte Triton nicht hängen lassen. Das waren also die vielen Nächte im Büro. Und ich dachte schon. Ich dachte. Hab dich lieb, Daddy. Amy hat dich lieb. Oh, Jason. Jason. Dann bekommt er noch ein Baby. Küss mich. Ladies and Gentlemen, hier spricht nochmal Ihr Kapitän. Wir verlassen nun die vorgeschriebene Flughöhe und beginnen mit dem Landeanflug. Wachen Sie auf, Ma'am. Mhm. Wir sind im Sinkflug. Wo sind wir? Jason? In circa 15 Minuten landen Sie in New York, Ma'am. Die Stewardess hätte Sie wecken sollen, stimmt's? Oh. Aber die ist gerade beschäftigt. So, womit denn? Sie redet über den neuesten Flugzeugabsturz. Was? Und das können Sie von hier aus verstehen? Mein neues Hörgerät. Der Steward sagt, eine Maschine sei abgestürzt. Keine Überlebenden. Ach, tatsächlich. Ja, ein Jet. Ein ziemlich großer sogar. Mein Gott, ist das entsetzlich. Zum Glück sind wir gleich da. Zu Hause muss ich sofort den Fernseher anmachen. Im großen Konferenzsaal der New Yorker Niederlassung von Tyler Stone im Zentrum Manhattans saß Sidney Archer mit 15 männlichen, weißen Mitvierzigern um einen Tisch. Am Kopf des Tisches thronte Nathan Gamble. Hinter ihm stand Quentin Rowe. No, dann ist die Sache ja klar. Wir kaufen den Laden. Aber warum eigentlich? Warum machen wir das? Warum lassen wir uns von so ein paar Saftsäcken auf die Finger klopfen? Nathan Gamble, Generaldirektor von Triton Global, war ein bulliger Mitfünfziger mit einem braungebrannten Gesicht voller Falten. Er trug Gel im Haar und einen maßgeschneiderten Anzug. Die Asche seiner Havanna schnippte er in ein Messingschild, auf dem No Smoking stand. Quentin Rowe, etwa 28, war der Präsident von Triton. Er trug Khaki-Hosen, abgetragene Segeltuchschuhe, ein blaues Jeanshemd mit brauner Weste. Im linken Ohrläppchen funkelten zwei Diamant-Ohrstecker. Nathan, Cybercom ist etwas Besonderes. Dort wird die Datenverarbeitung über das Internet revolutioniert. Erstklassige Patente. An die kommen wir nur ran, wenn wir die Firma schlucken. Ja. Ist das nicht ein etwas zu zäher Brocken? Dann haben wir alles. Die Macht, das Wissen. Für den Hightech-Bereich ist das, als käme Moses mit den 10 Geboten den Berg herunter. Moses, ja, gut. Ohne Cybercom können wir in 2 Jahren einpacken. Sieh, Bro, das ist das Problem mit diesem Hightech-Mist. Morgens ist man Schlachthofkönig, abends nur noch Kuhscheiße. Wir sind Weltmarktführer im Technologiebereich und erzielen pro Quartal mehr als 2 Milliarden Dollar Gewinn. Ja, die wir uns demnächst in den Hintern schieben können. Nicht, wenn Sie Cybercom übernehmen, Nathan. Damit bleiben Sie mindestens weitere 10 Jahre in der Spitze und Ihre Gewinne werden sich innerhalb von 5 Jahren verdreifachen. Mrs. Archer, ein wichtiger Anruf für Sie. Soll ich durchstellen? Bitte. Archer, guten Tag. Mein Name ist Lee Sawyer. Ich bin FBI-Agent. Mrs. Archer, Sie müssen mir bitte bestätigen, dass Sie die Gattin von Jason W. Archer sind. Wohnhaft 611 Morgan Lane, Jefferson County, Virginia. Mein Gott, was ist passiert? Ist Jason verletzt? Es tut mir leid. Hat jemand auf ihn? Es tut mir so leid, Mrs. Archer. Am Flughafen von Seattle stieg Jason Archer in eine Limousine, die ihn zu einem Lagerhaus brachte. Am Ende einer riesigen Halle führte eine Metalltreppe nach oben. Na los, kommen Sie schon. Jason Archer und der schwarzhaarige Mann, der sich mit DePazza vorstellte, betraten durch eine schmale Tür einen winzigen, fensterlosen Raum. DePazza drückte auf den Lichtschalter. Die spärliche Einrichtung bestand aus einem Spieltisch, ein paar Stühlen, und einem ramponierten Aktenschrank mit Rostlöchern. Kein Wort, Jason. Geben Sie mir einfach nur Ihren Aktenkoffer. Jason ahnte nicht, dass durch eines der Rostlöcher eine Überwachungskamera spähte. Er gab DePazza seinen Koffer und
bekam einen Koffer zurück, der ganz genau gleich aussah. Zusammen stiegen sie die Metalltreppe wieder hinunter. Danke, Jason. Das war's dann. Ich denke, die Sache hat sich für Sie gelohnt. Eine Frage noch. Wieso treffen wir uns nicht wie verabredet in Los Angeles? Warum auf einmal in Seattle? Warum nicht? Hier kennt uns doch keiner. Die Maschine, in der ich heute Morgen eigentlich sitzen sollte, ist abgestürzt. Die Medien sind voll davon. Ist das Zufall? Natürlich ist das Zufall, Jason. Sie haben Glück gehabt, das ist alles. Oder dient das nicht vielleicht dazu, Spuren zu verwischen? Wie meinen Sie das? Oh Gott, meine Frau ruft an. Sie glaubt, ich bin tot. Halt! Finger weg! Handy auf den Boden! Die Glock M17, 9 mm, die sich plötzlich auf Jasons Gesicht richtete, war im Bedarfsfall absolut tödlich. Aber Mund halten! Handy weg! Jason gehorchte. Wie gelähmt beobachtete er, wie DePazza an seiner Gesichtshaut zerrte. Stück für Stück wurde die aufwendige Maske entfernt. DePazza war nun blond. Mein Name ist Kenneth Scales. Ich bin Killer aus Leidenschaft. Ich töte gern. Aber niemals zufällig. Und niemals umsonst. Der Gulfstream-Jet düste durch die Wolken. Die luxuriöse Kabine glich der Lounge eines Nobelhotels. Sie war mit einer gut bestückten Bar samt Barkeeper ausgestattet. Der Barkeeper hieß Frank Hardy. Er war als ehemaliger FBI-Top-Agent der Sicherheitschef von Nathan Gamble. Sydney hockte zusammengekrümmt in einem übergroßen braunen Sessel. Sie hatte die Augen festgeschlossen. Auf ihrer Stirn lag eine kalte Kompresse. Quentin Rowe betrachtete sie mit schiefgelegtem Kopf. Und? Wie fühlst du dich? Oh Gott, es darf einfach nicht wahr sein. Es tut mir ausgesprochen leid, Sydney. Danke, Nathan. Und danke, dass Sie mich in Ihrem Privatjet mitnehmen. Ah, nicht der Rede wert. Ja. Haben Sie eigentlich Kinder? Eine Tochter. Sie ist heute den ganzen Tag im Kindergarten. Persönlich habe ich Ihren Mann ja nicht gekannt. Aber selbstverständlich weiß ich, wie tüchtig er war. Er hatte die besten Aufstiegsmöglichkeiten. Ja, er hätte hervorragend in unser Führungsteam gepasst. Ich weiß, es ist ein schlechter Zeitpunkt. Sagen Sie mal, Sydney, was wollt Ihr Mann eigentlich in Los Angeles? Das weiß ich nicht. Oh, wenn Sie das Bedürfnis haben, über gewisse Dinge zu reden, dann... Ich weiß nicht, worauf Sie anspielen, Nathan. Möchten Sie vielleicht einen Brandy, Sid? Frank, zwei Brandys. Sofort, Mr. Gamble. Sie glauben doch nicht. Was Triton angeht, verfügen Sie über eine Menge internes Wissen, Sid. Und in Los Angeles sitzt da nicht die Spitze des RTG-Konzerns? RTG, unsere härteste Konkurrenz, wenn es um die Übernahme von Cybercom geht. Also Nathan, jetzt überspannst du den Bogen aber etwas. Ich schwöre, Nathan, ich weiß nicht, was... Brandy, Mrs. Archer, wird Ihnen gut tun. Während Kenneth Scales aus nächster Nähe den Tankwart erschoss, der die abgestürzte Maschine manipuliert hatte, in die Jason Archer zunächst hätte steigen sollen, telefonierte der FBI-Agent Lee Sawyer mit seiner Dienststelle. Dabei starrte er auf das qualmende Flugzeugwrack, das einen tiefen Krater in die Landschaft Virginias gehauen hatte. Es ist eindeutig Sabotage, Chef. Ich hatte sowas schon vermutet, als eine der Tragflächen gefunden wurde. Es war früh am Morgen und wurde gerade hell. Im Übrigen war es kalt und es schneite. Sawyer hob einen winzigen Kinderschuh auf, den die Schneedecke unter sich begraben hatte. Warum, fragen Sie? Ja, Chef, es war ein stinknormaler Inlandsflug. Kein Futter für Terroristen. Aber sagt Ihnen der Name Arthur Lieberman was? Arthur Lieberman. Ja, genau der. Kaum zu glauben.
Lieberman war der mächtigste Mann der Welt. Ja, das ist unser Präsident. Aber er war der Präsident der Bundeszentralbank. Vermutlich galt der Anschlag ihm. Auf einmal stand eine junge Frau vor ihm. Sie war groß und blond und trug einen modischen warmen Mantel. Sie sah schön und schutzbedürftig aus. Sie gefiel Lee Sawyer sofort. Was halten Sie da in der Hand? Wie sind Sie hier reingekommen? Das ist ein Kinderschuh. Ist das Kind auch eines der Opfer? Hören Sie, die Unglücksstelle ist abgesperrt. Scheren Sie sich zum Teufel. Ich habe selbst eine Tochter, sie ist jetzt halbweise. Ihr Daddy ist da drin verbrannt, da ist Jason Archer. Oh, das... Himmel, Herrgott. Es gibt keine Leiche. Es gibt keine Kleidungsstücke. Gar nichts ist von ihm übrig geblieben. Hier liegen überall Dinge rum, Ma'am. Überall. Entschuldigung. War wohl etwas Ungeschicktes. Es ist nur so, es geht uns auch nahe. Ich war da vorne bei Ihren Kollegen. Die haben mir gesagt, dass es nichts gibt, was noch beerdigt werden kann. Sind Sie Lee Sawyer? Sind Sie der Polizist, der mich angerufen hat? Ja. War es ein Anschlag? War es Sabotage? Es handelt sich hier um eine laufende Ermittlung des FBI. Ich darf es Ihnen wirklich nicht sagen. Diese Schweine. Sie können hier nicht bleiben. Soll ich jemanden rufen, der Sie... Nein! Sydneys Gesicht war aschfahl. Nein! Ihre Glieder bebten. Sie stapfte mühsam durch den Schnee zurück zur Absperrung. Halt! Warten Sie! Warten Sie, Mrs. Archer! Ich kümmere mich drum! Das schwöre ich Ihnen. Ich finde Sie, diese Verbrecher, diese Mörder. Ich ermittle auf eigene Faust. Das werden Sie nicht tun. Aber wir bleiben in Verbindung. Es war 3 Uhr morgens, Ortszeit Seattle, als der Regen wieder einsetzte. Ein schwarzer Schatten huschte über den Zaun an der Rückseite einer Lagerhalle. Er gehörte zu Frank Hardy, ehemals FBI, dann Leiter einer auf Objektschutz und Industriespionageabwehr spezialisierten Firma, jetzt Sicherheitschef bei Triton. Unbemerkt drang Hardy in die Halle ein und entwendete eine Videokassette und einen Aktenkoffer. Mit Gambles Privatmaschine flog er davon. Ein uniformierter Sicherheitsbeamter führte Lee Sawyer wenig später durch die Empfangshalle jenes pompösen Gebäudes in Washington, in welchem die Bundeszentralbank untergebracht war. Lee Sawyer wollte wissen, wer am meisten davon profitierte, dass Arthur Lieberman tot war. Er erfuhr, dass Lieberman viele Feinde hatte. Fast so viele wie Freunde. Homosexuell? Aha, er war homosexuell. Eine Menge Liebhaber hat er gehabt. Deswegen die Scheidung? Deswegen Pleite? Wenn das unsere Presse erfährt. Die Abendausgabe der Washington Post. Die Abendausgabe der Washington Post. Herr Ober, eine Tasse heiße Schokolade bitte. Und ein Cappuccino. Daddy, Mama. Wann kommt Daddy zu Amy? Bald, mein Schatz. Die neueste Nacht Daddy ist bald wieder bei. Zentralbankchef Arthur Lieberman bei Flugzeugabsturz verunglückt. Ja, ich nehme eine. Danke. Rasch überflog Sydney den Aufmacher. Lieberman war Passagier des Fluges 3223 gewesen. Er unternahm regelmäßig Reisen nach Los Angeles, um sich mit dem Präsidenten der Zentralbank von San Francisco, Charles Tiedemann, zu treffen. Sein Tod war zunächst vertuscht worden, weil die Regierung versuchte, eine Panik an der Wall Street zu vermeiden. Mama, wann kommt Daddy? Bald, mein Mäuschen. Du gehst jetzt erstmal ein paar Tage zu Opi und Omi. Ich will nicht zu Omi, will zu Daddy. Trink jetzt deine Schokolade leer, Schatz. Sydney widmete sich wieder der Zeitung. Ein paar Seiten weiter stieß sie auf einen weiteren Artikel über den Flugzeugabsturz. Der kündigte an, dass es noch Jahre dauern konnte, bis die Welt erfuhr, warum Flug 3223 in einem Acker anstatt auf der Asphaltpiste des internationalen Flughafens von Los Angeles geendet hatte. Hallo? Ach, du bist's, Mami. Ihr seid jetzt zu Hause. Gut, dann kommen wir. Herr Ober, zahlen. Nachdem sie beim Parkplatzwächter bezahlt hatte, ging Sydney mit Amy auf dem Arm rasch auf ihren Wagen zu. Mehrmals drehte sie sich um. Da war niemand. Sie überlegte, ob sie langsam wahnsinnig wurde.
Es war fast Mitternacht, als Lee Sawyer übernächtigt ins Bett fiel. Er hatte tagelang kaum geschlafen, aber wieder fand er keine Ruhe. Barfuß geisterte er durch seine ärmliche Wohnung. Die Durchschnittskarriere eines FBI-Agenten vertrug sich nicht mit häuslichem Glück. Zu viele versäumte Jahrestage, Feiertage, Geburtstage. Manchmal monatelang unterwegs, angeschossen, verwundet, wie ein streunender Hund. Eine Belastung für jede Ehe, für die Kinder sowieso. Ja, hier ist Sawyer. Lee? Frank? Frank, alter Junge! Lang nichts mehr gehört, was geht's? Dein Flugzeugattentat. Was ist damit? Ich habe hier etwas, das du dir unbedingt ansehen solltest, Lee. Was es genau bedeutet, ist mir noch schleierhaft. Ich koche gerade Kaffee. Wie lange brauchst du hier? Gib mir eine halbe Stunde. Wie in alten Zeiten. 5 Minuten später steckte Lee Sawyer seine 10mm Pistole in den Halfter. Frank Hardy hatte beim FBI zu den Besten gehört. Nachdem er gekündigt hatte, um eine eigene Objektschutzfirma zu gründen, spürte jeder den Verlust. Vor allem Sawyer. Hardy war 10 Jahre lang sein Partner gewesen. Gleichzeitig empfing auch Sydney einen späten Gast. Quentin Rowe. Quentin? Ich weiß, es ist spät. Darf ich reinkommen? Komm nur, ich kann eh nicht schlafen. Möchtest du was trinken? Tee, wenn du hast. Sie setzten sich ins Wohnzimmer. Während Rowe an seinem Tee nippte, balancierte er die Untertasse auf seinem Knie. Als erstes möchte ich mich bei dir entschuldigen. Quentin, es war Gamble, der... Ich hätte härter einschreiten. Ich hätte dich beschützen müssen. Es ist egal, Quentin. Weißt du, ich habe meine Eltern bei einem Flugzeugabsturz verloren, als ich 14 war. Ich war ein Einzelkind. Mit einem Schlag war ich mutterseelenallein. Und jetzt bist du 28. Ja, jetzt bin ich doppelt so alt. Es ist lange her. Aber ich glaube, ich verstehe ganz gut, was du gerade durchmachst. Wie hast du es damals geschafft? Ich weiß nicht. Ich hatte einen Freund. Deshalb bin ich auch gekommen, weil wir uns jetzt so nahe sind in dieser Situation. Bestimmt. Außerdem wollte ich dir nochmal mein tiefes Beileid aussprechen. Ohne Gamble. Danke. Ich weiß, dass Gamble und ich ein merkwürdiges Gespann abgeben. Aber ich brauche ihn. Ich habe nämlich nur die Ideen. Das Geld hat er. Du hast mehr als nur Ideen, Quentin. Du hast eine Vision. Cybercom ist es gelungen, ein System künstlicher Intelligenz zu schaffen. Sogenannte intelligente Agenten, die uns den Weg durch das Labyrinth des Internet bahnen. Das nenne ich eine Vision. Diese Technologie wird alles verändern. Wie einst der Verbrennungsmotor, nur wesentlich tiefgreifender. Tja, und am Verkauf dieser Software werden wir Milliarden verdienen. Jason hat sich auf die Cybercom-Übernahme genauso gefreut wie du, Quentin. Du hast Gamble erzählt, Jason wollte zu einem Vorstellungsgespräch. Tja, bei Allegra Port Technology. Das ist ein Witz. Ich habe nachgeforscht. Man hat dort nie etwas von ihm gehört. Und mehr weiß ich nicht. Glaubst du mir das? Indes waren Lee Sawyer und sein Ex-Partner Frank Hardy bei der 2. Büchse Bier und dem 2. Glas Beaujolais angekommen. Nun kennst du meine Version, Frank. Kommen wir zu deiner. Also eine Sache finde ich dann doch völlig verdreht. Lieberman schwul? Was ist denn das her? Von Liebermans Nachfolger, vom künftigen Präsidenten der Bundeszentralbank. Ach, das ist doch nur wieder eine dieser ekelhaften Verleumdungen. Ja, mag sein, ist auch unwichtig. Er soll auch krank gewesen sein. Wie krank? Wissen wir nicht. Vielleicht hatte er AIDS. Ach, das ist doch alles Käse, Kumpel. Vergiss es. Gib zu, dass du kein Motiv hast für den Anschlag. Ja. Ich hab vielleicht eins. So? Vergiss Lieberman. Du weißt, seit einiger Zeit bin ich Sicherheitschef bei Triton Global. Übrigens auch für dich ein schöner Job. Hm? Schau dir meine Wohnung an. Meine Kleidung. Den Wein, den ich trinke. Naja, komm zur Sache, mein Freund. Also,
Kürzlich kam bei Triton der Verdacht auf, dass vertrauliche Informationen an einen Mitbewerber durchsickerten. Du weißt schon, es geht um diese Übernahme von Cybercom. Mhm. Es musste jemand aus der Firma sein. Deshalb ließ ich bestimmte Leute überwachen. War bestimmt nicht einfach. Ja, kannst du laut sagen. Unsere Spur führte stracks nach oben in die Führungsetage. Deshalb haben wir uns auf die Manager konzentriert. Das war allerdings ein Fehler. Und? Was hat das mit meinem Fall zu tun? Statt einer Antwort drückte Hardy die Fernbedienung seines Videorekorders. Der Großflächenbildschirm zeigte die stumme Szene, die sich im Lagerraum abgespielt hatte. Jason tauschte mit DePazza die Koffer. Hardy schaltete auf Standbild. Mit einem Laserstift deutete er auf Jason. Dieser Mann ist bei Triton Global beschäftigt. Wir hatten ihn nicht auf der Überwachungsliste, weil er nicht zum Management gehörte. Aber seine Frau arbeitet als Rechtsanwältin für Triton. Sie nimmt teil an den Cybercom-Verhandlungen. Wie heißt der Mann? Jason W. Archer. Wohnhaft 611 Morgan Lane in Jefferson County, Virginia. Grundgütiger Himmel. Mehrere Tage vergingen. Sydneys Eltern, Mr. und Mrs. Patterson, besuchten ihre Tochter und brachten Amy nach Hause zurück. Daddy, Daddy, wo bist du? Daddy, Mama, wo ist Daddy? Amy will Daddy haben. Sydney hatte ihren ersten Schock überwunden. Die Betäubung wich. An ihre Stelle trat ein scharfer Schmerz. Sie hatte Jason für immer verloren. Alles, was sie nun noch hatte, war Amy. Amy, mein Engel. Mein Schätzchen. Mein kleiner Schatz. An einem trockenen, kalten Tag Mitte Dezember war die Trauerfeier. Mr. Patterson wollte mitkommen und seiner Tochter beistehen, während Mrs. Patterson mit Amy zu Hause blieb. Ich habe eine Urne gekauft. Auch wenn sie leer ist, es ist immerhin eine Urne. Mein Name ist Paul Brophy. Ich bin ein Kollege aus Sydneys Kanzlei. Ich... Patterson. Bill Patterson. Ich bin Sydneys Vater. Sie hat mir viel von Ihnen erzählt, Bill. Entsetzlich, was passiert ist. Ich war ein guter Kumpel von Jason. Ich verehre Sydney. Ich musste einfach herkommen. Im dunkelblauen Kaschmirmantel, mit schwarzen Lackschuhen und Schlips, war der ranke, schlanke Paul Brophy eine attraktive Erscheinung. Sein Gang war nur etwas zu lässig. Bill Patterson runzelte die Stirn. Die Familie ist hier, um Sydney beizustehen. Ich will mich nicht aufdrängen. Im schwarzen Etui-Kleid kam Sydney die Treppe herunter. Paul, du bist extra aus New York gekommen. Sydney, meine Liebe. Ich habe im Büro in Washington zu tun. Aber wenn es dich nicht stört, würde ich dich heute sehr gerne begleiten. Ich muss mich noch fertig machen. Setzt du dich so lange ins Wohnzimmer? Ich bringe dir einen Kaffee. Aber gern. Bei Archer, ja? Sydney, jemand aus deiner Kanzlei. Er sagt, es sei wichtig. Moment. Sydney Archer? Hallo? Sydney. Jason. Sydney, Liebling. Hör zu. Sag niemandem, dass ich am Leben bin. Ich befinde mich in großer Gefahr, aber ich habe die Situation in ein paar Tagen total unter Kontrolle, hörst du? Dann muss ich nur noch eine Weile untertauchen. Wie geht es Amy? Amy, geht es gut? Sydney, Liebes, wir müssen uns sehen. Sobald ich kann, schicke ich dir einen Brief mit den entscheidenden Hinweisen, ja? Sydney ahnte nicht, dass Paul Brophy das Gespräch im Wohnzimmer mithören konnte. Und zwar mit Hilfe ihres schnurlosen Telefons, das so an die Telefonanlage angeschlossen war, dass man sich jederzeit einklinken konnte. Brophy drückte einfach die Lauttaste. Mit seinem Diktaphon nahm er alles auf. Jason Archer war mit Handschellen an den Stuhl gefesselt. Lächelnd hielt Kenneth Scales die Glock an seine Schläfe. Das war eine gute Vorstellung, die du da am Telefon gegeben hast, Jason. Du hättest vielleicht eine große Zukunft als Schauspieler gehabt. Schade nur, dass du keine Zukunft mehr hast. Du Dreckskerl! Wenn du meine Frau oder meine Tochter auch nur anrührst, reiß ich dich in Stücke! Das schwöre ich dir! Toll. Erzähl doch mal, wie stellst du das an? Ich will raus hier! Ich will raus! Mit der Pistole schlug Scales ihm die Kiefer auseinander. Mitsamt sein Stuhl sprang Jason auf. Verfluchter Scheißkerl! Ich bring dich um! Was ist los? Haben Sie wieder Albträume, Jason?
Genau in der Sekunde, als Jason mit dem Stuhl in die Ecke geschleudert wurde, klingelte es bei Archers wieder an der Haustür. Entschuldigen Sie die Störung, Sir. Verschwinden Sie! Ich bin Lee Sawyer vom FBI. Wissen Sie nicht, was für einen Tag wir haben? Ich muss Ihre Tochter sprechen, sofort. Kann ich reinkommen? Bitte, entschuldigen Sie mich. Paul Brophy drückte sich an Patterson und Lee Sawyer vorbei. Er ging in den Vorgarten, eine rauchen. Dabei hielt er sich ein klitzekleines Handy ans Ohr. Sydney saß auf dem Wohnzimmersofa, ein Glas Wasser in der Hand. Sawyer beugte sich über sie. Draußen versuchte Patterson, Paul Brophy loszuwerden. Es war einfach. Brophy hatte für heute genug gehört. Soll ich Ihnen das Glas abnehmen? Es geht schon wieder. Dann darf ich mich setzen. Sie arbeiten als Anwältin für Triton, stimmt's? Na und? Und Ihr Mann arbeitete bei Triton. Wussten Sie, dass er sich ein paar Tage freigenommen hatte? Ich bin seine Frau, Mr. Sawyer. Sie sind? Ich denke, Sie waren. Aber gut, dann können Sie mir vielleicht erklären, warum er nach Los Angeles flog. Das wissen Sie doch längst. Wegen eines neuen Jobs angeblich. Aber es gab keinen Job, Mrs. Archer. Nein. Mrs. Archer. Nennen Sie mich Sydney. Gut. Sydney. Aber was dann? Was hat er dann gemacht? Hat er es irgendwie mit Triton zu tun? Jason hat selten mit mir über Firmenangelegenheiten gesprochen. Wieso nicht? Meine Firma vertritt auch noch andere Unternehmen, deren Interessen sich mit denen von Triton überschneiden. Die RTG-Gruppe zum Beispiel. Wer in Ihrer Kanzlei vertritt RTG? Paul Brophy. Moment mal. Ich hole ihn. Indes rauschte Paul Brophy bereits über den Highway davon. Zigarette im Mundwinkel, Handy am Ohr. Nein, ich habe keinen Schimmer, was da vor sich geht. Das ist das FBI, du Trottel. Die tragen da drin Waffen. Ja, ich bin ganz sicher, dass es Jason war. Ich kenne seine Stimme. Außerdem habe ich das Gespräch auf Band. Du kannst es dir gerne anhören, ja? Gut, bis gleich. Auch Lee Sawyer hat sich bereits verabschiedet. Gleicher Highway, gleiches Handy. Nur diesmal ohne Zigarette. Ich will, dass Sydney Archer ab sofort rund um die Uhr überwacht wird. Und ich will, dass sämtliche Anrufe überprüft werden, die sie in den letzten Tagen erhalten hat. Was? Ob sie ihren Mann wirklich für tot hält? Wie, ob er sich bei ihr gemeldet hat? Das weiß ich doch nicht. Jedenfalls ist sie total mit den Nerven fertig. Nein. Sie weiß natürlich nicht, dass wir wissen, dass Jason am Leben ist und geheimes Material... Was? Das Videoband ist nicht manipuliert worden. Das haben wir bereits checken lassen. Datum und Uhrzeit, alles perfekt. Außerdem habe ich die Information von Frank Hardy. Er war in der Nähe, als die Übergabe... Ja, er ist Zeuge. Ja, er sagt auch aus. Aber so weit sind wir noch nicht, Chef. Übrigens, der Anwalt von RTG... Eben, das sind die Jungs von der Konkurrenz, in deren heiligen Hallen die Aktenkoffer getauscht wurden. Also der Anwalt von RTG ist sowas wie der Hausfreund von Sydney Archer. Ein gewisser Paul Brophy. Sydney Archer war so verwirrt, dass sie während der Trauerfeier mehrere Male zusammenbrach. Jason lebte. Jason war in Gefahr, aber er lebte. Er wollte sie sehen. Jason war kein böser Mensch. Er hatte nichts Schlechtes getan. Er steckte nur in Schwierigkeiten. In den folgenden Tagen wartete Sydney fieberhaft auf eine Nachricht von Jason. Sie lauerte auf den Briefträger. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, sprang sie auf. Alle 2 Stunden rief sie ihre elektronische Post ab. Sie versuchte auch, an Jasons E-Mails heranzukommen, scheiterte aber am Passwort. Über all das wachte das FBI. Das FBI wusste, wann Sydney aufstand, was sie aß, mit wem sie telefonierte. Das FBI wartete auf den geringsten Schritt, der sie mit Jason in Verbindung brachte. Das FBI lauerte darauf, Jason wegen Wirtschaftsspionage zu verhaften. Und wenn sie Jason erst hatten, dann hatten sie auch bald den, der Jason in die Luft jagen wollte. So jedenfalls, dachte Lee Sawyer. Und was ist jetzt eigentlich mit diesem Lieberman? Über ihn machte sich Sydney häufig Gedanken. Er musste in die Affäre verstrickt sein. Und der Flugzeugabsturz hatte irgendwie mit der Zentralbank und Cybercom zu tun. Aber wie? Sydney beschloss, gelegentlich mit Lee Sawyer darüber zu sprechen. Lee war ihr Freund. Das heißt,
Er hätte ihr Freund sein können, wäre Jason nicht doch am Leben gewesen. Das musste Sydney nämlich unter allen Umständen vor dem FBI verbergen. Sie ahnte ja nicht, dass das FBI längst davon wusste. Aber Sydney wurde nicht nur vom FBI beschattet. Es gab auch noch andere Leute, die sich für sie interessierten. Oder besser gesagt, für die Information, die Jason ihr am Telefon angekündigt hatte. An das turmartige Bürogebäude schloss ein weitläufiger, dreigeschossiger Bau an, der sich über etwa 20.000 Quadratmeter erstreckte. Hier waren die Fertigungshallen untergebracht. Am Haupteingang heftete Lee Sawyer sich einen Besucherausweis ans Jackett und folgte Quentin Rowe, der drinnen auf ihn wartete, durch eine Reihe von Kontrollpunkten. Himmel, das ist ja wie im Operationssaal hier. Es ist viel sauberer als im Operationssaal. Die Techniker testen eine neue Generation von Computerchips. Die Umgebung muss absolut steril und staubfrei sein. Unglaublich. Und da drin wird gerade eine neue Serie von Festplattenlaufwerken getestet. Wenn die nächstes Jahr auf den Markt kommen, werden sie mit Abstand die leistungsfähigsten sein. Und ein Jahr später sind sie bereits wieder veraltet. Aber die Entwicklung muss ziemlich kostspielig sein. Also, so einfache Geräte wachsen ja nicht an Bäumen. Die Forschung... ja, macht allein über 10 Milliarden Dollar pro Jahr. Frank Hardy hat mir erzählt, dass sie eine eigene Firma hatten. Dort waren sie der Boss. Mit 25. Mein Gott. Wieso haben Sie sich mit Gamble eingelassen? Er ist ein Kotzbrocken. Aber er hat Geld. Riesige Mengen Geld. All das hier kostet Unsummen. Sie können sich das gar nicht vorstellen. Auf dem Papier besaß ich zwar auch ein ganz nettes Vermögen. Aber trotzdem kämpfte meine Firma immer verzweifelter ums Überleben. Und dann kam Gamble. Naja, sagen wir, er kam wieder. Er hatte nämlich vorher schon mal angeklopft, ganz zu Anfang. Aber damals war er noch nicht kapitalkräftig genug. Was denn, er kam nicht als Krösus zur Welt? Ja, wie kam er denn überhaupt zu der Kohle? Spekulationen, glaube ich. Gamble war ein guter Kunde an der Wall Street. Aber davon verstehe ich nichts. Geld interessiert mich nicht. Ach, was interessiert Sie denn, außer Computern? Wie meinen Sie das? Na, Sex, Urlaub, Kinder. Wollen Sie eine Familie gründen? Ich? Nein. Aber Sie sind ja bestimmt nicht hergekommen, um mit mir über meine Lebensplanung zu plaudern. Kommen Sie, wir gehen in mein Büro. Ich nehme an, Frank Hardy hat Sie über alles informiert. Wir sind alle gefangen im Dickicht undurchdringlicher Prozesse. Unser Leben ist ein Labyrinth. Fressen und gefressen werden. Das ist das Gesetz des Dschungels. Ich hätte das Jason nicht zugetraut. Er war ein Freund. Ist Ihnen an Archer irgendetwas aufgefallen, was im Nachhinein komisch wirkt? Im Nachhinein wirkt alles komisch. Zum Beispiel interessierte sich Jason schon früh für Cybercom und er löcherte mich andauernd mit Fragen. Er wollte wissen, ob ich die Bedingungen für fair hielte, welche Auswirkungen die Übernahme auf ihn hätte und so weiter. Hat er je indiskrete Fragen gestellt? Cybercom betreffend? Nicht direkt, nein. Anscheinend bekam er alles, was er an Informationen brauchte, direkt aus dem Computernetz. Scheint so. Es will mir immer noch nicht in den Kopf, dass Jason uns an RTG verraten hat. Gamble schäumt. Er wird ihn fertig machen. Für Jason wäre es vermutlich besser, wenn er tatsächlich mit der Maschine abgestürzt wäre. Haben Sie eine Ahnung, wo Archer stecken könnte? Ich habe seine Frau besucht, aber da wussten wir noch nicht, dass Jason lebt. Weiß sie es? Haben Sie es ihr gesagt? Bei uns traut sich gerade keiner, mit Sydney zu reden. Jetzt, wo wir Beweise haben, dass Jason ein gemeiner Spion ist. Das ist heikel, wissen Sie? Frank Hardy hat Jason in der Hand. Trotzdem, niemand will sich die Finger verbrennen. Also meiden wir jede Auseinandersetzung. Was unseren Kenntnisstand angeht, tappt Sydney absolut im Dunkeln. Und Gamble wartet sowieso nur darauf, sie ans Messer zu liefern. Sydney weiß, dass Jason lebt. Aber sie glaubt, da sei sie die Einzige. Sie versucht verzweifelt, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Schwer zu glauben, dass er einfach verschwindet. Immerhin hat er eine kleine Tochter. Vielleicht holt er die Familie nach. Wohin? In den Untergrund? Soll das heißen, dass FBI glaubt, Sydney sei in die Sache verwickelt? Sie arbeitet als Anwältin für Triton und hat im Fall Cybercom mitgewirkt. Ihr Mann hat vertrauliche Informationen von Triton an RTG verkauft. Da könnte es doch sein, dass... Na gut, ich hätte es Ihnen gleich sagen sollen.
Sydney war nach dem Flugzeugabsturz hier in Jasons Büro. Mhm. Haben Sie dafür Beweise? Es war gleich nach dem Absturz, noch in derselben Nacht. Sie kam herein, weil sie den Nachtwächter bestochen hat. Sie ging in Jasons Büro und schnüffelte dort herum. Ich war auch hier. Ich habe noch gearbeitet. Ich habe sie gesehen. Lee Sawyer? Ja, verstanden. Ich komme sofort. Sydney Archer macht sich aus dem Staub, Quentin. Wir sehen uns. Vor dem Hauptterminal des National Airport verließ Sawyer sein Dienstauto, hielt dem verdutzten Parkwächter seinen Ausweis unter die Nase und rannte durch die Eingangstür. In der Abfertigungshalle blieb er stehen. Frank, alter Kumpel, was machst du denn hier? Na was wohl? Oder meinst du, ich fliege in Urlaub? Na dann mal los, Frankie. Hast du irgendeine Peilung, wo sie hin will? Stündlich dann hier. Sie hat weder eine Mail noch einen Anruf noch Postal. Ich bleib an ihr dran, besorg du die Tickets. Niemand entdeckte Paul Brophy, der seinen Gepäckkarren zu einem Flugsteig der American Airlines schob. Die Frau, der Sie gerade das Ticket verkauft haben, groß, blond, blau gekleidet, welchen Flug hat sie? Schnell! Flug 715 nach New Orleans. Die Maschine fliegt in 20 Minuten. Hinter den Kulissen der Fluggesellschaft erläuterte Lee Sawyer sein Problem. Beflissen schleusten ihn die Sicherheitsbeamten an den Metalldetektoren vorbei. Er war selbstverständlich bewaffnet. Ladies and Gentlemen, hier spricht der Kapitän. Auch im Namen meiner Crew grüße ich Sie auf dem Direktflug 4711 von Washington nach New Orleans. Wir haben die vorgeschriebene Reiseflughöhe von 35.000 Fuß erreicht. Die berechnete Flugdauer beträgt voraussichtlich 2 Stunden und 30 Minuten. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Sydney Archer verließ das Flughafengebäude und trat hinaus in die schwüle Nacht von New Orleans. An der Auffahrt parkte ein Wagen mit getönten Scheiben, den sie jedoch nicht bemerkte. Zum Lafitte Guesthouse bitte, Bourbon Street. Das Taxi fuhr los. Der Wagen dahinter hatte getönte Scheiben. Er wartete noch einen Moment, dann nahm er die Verfolgung auf. Bald wurde er von einem weiteren Taxi verfolgt, in dem Paul Brophy saß. Angespannt starrte Sydney aus dem Fenster, als sie die Autobahn verließen. Sie fuhren Richtung Altstadt. Es war stockdunkel. In der Finsternis glitzerte die Skyline von New Orleans. Guten Abend, Sydney Archer. Ich bin angemeldet. Zimmer 211, zweiter Stock. Danke. Mein Gepäck kommt später. Sydney Archer setzte sich auf einen Stuhl und wartete auf ihren Mann. Sie starrte hinaus auf den spärlich erleuchteten Seitenbalkon. Nach einer Weile erhob sie sich und ging rastlos auf und ab. In Zimmer 210 mieteten sich zwei Herren ein, die für französische Antiquitäten nichts übrig hatten. Nobel hier, was? Ja, ganz hübsch. Wie ist Ihnen auf den Termin gekommen und wieso hier? Vielleicht ist das Ihr Hochzeitstag. Vielleicht wurde Sydney hier entjungfert. Sobald Archer auftaucht, ist er dran. Erstmal installieren wir die Überwachungsanlage. Es gibt einen durchgehenden Balkon. Oh, spitze. Schau dir das an. Kennst du den? Nee. Muss ich den kennen? Ja. Vom Gesicht ist nicht viel übrig. Ich leg das Handtuch drauf. Schauen wir mal in seine Brieftasche. Mann, ist das viel Blut. Paul Brophy. Brophy, Brophy? Das sagt mir doch was. Genau, das ist der ATG-Anwalt. Den wollte ich immer mal sprechen. Schätze, dafür ist es jetzt zu spät. Ach, sieh an. Er saß mit uns in derselben Maschine. Bingo. Und mit Sydney Archer. Los, die krallen wir uns, bevor sie abhaut. Halt, lass sie in Ruhe. Sie spielt weiterhin den Lockvogel. Hilf mir lieber, den Toten hier reinzuschaffen, bevor Sydney was merkt. Sie ist bewaffnet. Sie hat ihn auf den Gewissen. Und wenn sie bewaffnet wäre? Er wusste, dass sie hierher fährt. Er war vor ihr hier, er war schon tot, als sie ankam. Was du nicht sagst. Sein Tod wird ihr in die Schuhe geschoben. Sie soll als Mörderin dastehen. Deshalb liegen Brophys Beine vor ihrem Fenster. Aha.
Ich weiß schon, warum ich das FBI verlassen habe und in die Privatwirtschaft gegangen bin. Ihr denkt, wir handeln. Prima. Dann nimm die Decke und wickel ihn ein. Ja klar, bevor sie was merkt, muss er weg hier. Schnell. Mein Gott, das Blut ist ja schon halb gefroren. Der ist nicht erst seit 10 Minuten tot. Na los, pack an, mein Freund. Ja. Er hat einen aufgesetzten Kopfschuss. Ja. Er hat seinen Mörder gekannt. Wenn es Sidney nicht war, dann war es Jason. Das Haus war dunkel. Neuschnee schimmerte im Schein des Vollmonds. Bill Patterson hatte bereits am Nachmittag alles abgesperrt und war zurück aufs Land gefahren, nach Hause zu seiner Frau und zu Amy. Jemand stapfte auf die Rückseite des Hauses zu. Es musste jemand sein, der wusste, dass keiner da war. Er brach die Hintertür auf. Der Eindringling ging direkt in Jasons Arbeitszimmer. Dort sah er mehrere Diskettenstapel durch. Der Computer wurde eingeschaltet, die Dateien auf der Festplatte überprüft. Aber offenbar fand er nicht das, was er suchte. Mist. Er suchte den Inhalt eines kleinen Päckchens, das heute erst angekommen war, nachdem Sidney das Haus bereits verlassen hatte. Bill Patterson hatte es in Empfang genommen und achtlos auf den Schirmständer an der Garderobe gelegt. Es enthielt eine Diskette. Sie kam von Jason Archer. Er hatte sie an sich selber geschickt. Und dort war alles drauf. Die Diskette speicherte sämtliche Beweise. Beweise, die ein Land wie Amerika auf den Kopf stellen würden. Der Inhalt der Diskette konnte die Welt verändern. Aber es gab Leute, die wollten gar nicht, dass die Welt sich verändert. Die wollten lieber, dass alles so blieb, wie es war. Vor allem jetzt, kurz vor Weihnachten. Alles sollte froh und friedlich sein. Es sah allerdings nicht so aus, als gäbe es dieses Mal ein fröhliches Fest. Ganz im Gegenteil. Sidney Archer sah der schrecklichsten Prüfung ihres Lebens entgegen. Allein kämpfte sie gegen eine Macht, deren Gesicht sie nicht kannte. Der Dschungelkrieg. Also noch einmal. Arthur Lieberman, Präsident der Zentralbank, stürzt mit dem Flugzeug ab, in dem eigentlich der mutmaßliche Wirtschaftsspion Jason Archer hätte sitzen sollen. Das Ganze ist ein gezielter Anschlag. Wie geht das zusammen? Was hat Jason Archer mit Arthur Lieberman zu tun? Das ist die erste Frage. Und wo verdammt ist Jason Archer jetzt? Und wo sind die ganzen Informationen, die Jason zusammengetragen hat? Was sind das für Informationen? Das ist die zweite, dritte und vierte Frage. Die Informationen befinden sich auf einer Diskette, die Jason Archer an sich selbst geschickt hat. Jemand ist bei den Archers eingebrochen und hat das ungeöffnete Päckchen entwendet. Wer war das? Das ist die fünfte Frage. Ein Ticket nach Washington, bitte. Nehmen Sie die nächste Maschine, die fliegt. Selbstverständlich, Ma'am. Bald war Weihnachten. Alles sollte froh und friedlich sein. Doch Sidney Archer sah der schrecklichsten Prüfung ihres Lebens entgegen. Sie kämpfte allein gegen eine Macht, deren Gesicht sie noch nicht kannte. Die Sache mit New Orleans war eine Finte gewesen. Jedenfalls war Jason Archer nicht aufgetaucht. Stattdessen hatten sie nun die Leiche von Paul Brophy im Schlepptau, die in einem Zinksarg von Gefrierfach zu Gefrierfach wanderte. FBI-Agent Lee Sawyer stöhnte. Sein Kumpel Frank Hardy, Sicherheitschef von Triton, fasste mit an. Zusammen hieften sie den toten Archie-Anwalt in einen Privatjet. 3 Tage umsonst aufgepasst. 3 Tage sitzt sie im Zimmer und plötzlich kehrt Sidney um. Ja, ab nach Hause. Frag mich, wozu das gut sein soll. Wenigstens hat sie nichts gemerkt. Da wird ein Mann auf ihrem Balkon umgelegt und sie fallt sich die Nägel. Ah, da bin ich mir nicht so sicher. Dass sie nichts weiß, meine ich. Immerhin hat sie eine Knarre. In diesem Land hat doch jeder eine Knarre. Sidney Archer schwebte bereits über den Wolken. Ihr Sitznachbar trank Kaffee. Kein FBI an Bord.
Wir müssen reden. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ist der Kaffee heiß? Kommen Sie zur Sache. Ich heiße Ed Page. Ich bin Privatdetektiv. Ich beschatte Sie seit dem Flugzeugabsturz. Hier spricht nochmals der Kapitän. Ich hätte da noch ein paar Fragen. Der Fluss unten heißt Alabama. Ich hatte mal einen kleinen Bruder. Er hieß Steven. Er hat 1994 an der Columbia University seinen Abschluss gemacht. Wieso sind Sie hinter meinem Mann her? Letzten Monat starb er an AIDS. Ja. Steven? Das tut mir leid, aber... Ich kenne noch einen, der 1994 an der Columbia University... Jason hat dort nie studiert. Aber Quentin Rowe. Sie kennen Quentin Rowe? Er war der engste Freund meines Bruders. Beide hatten eine homosexuelle Beziehung. Sie haben miteinander Tischbett und vermutlich auch einen reichen Gönner geteilt. Aber wieso sind Sie... Ich bin nicht hinter Ihrem Mann her. Ich war hinter Arthur Lieberman her. Mein Mann ist tot. Möglicherweise haben Sie da sogar recht. Wie bitte? Was? Mein Bruder Steven hat sich über Jahre hinweg von Arthur Lieberman aushalten lassen. Für entsprechende Dienste natürlich. Vielleicht hat er das freiwillig getan. Natürlich hat er das freiwillig getan. Und nun glauben Sie, dass auch Stevens Freund Quentin mit Lieberman... Vermutlich. Aber Quentin Rowe ist HIV-positiv. Lieberman war das nicht. Bei Lieberman hatte sich Steven also nicht angesteckt. Spielt das heute noch eine Rolle? Ja. Was? Wissen Sie, ich musste Klarheit in diese Sache mit meinem Bruder bringen. Ich habe heimlich, massenhaft Arztakten durchgesehen. Ich war an dem Morgen, als die Maschine abstürzte am Flughafen, um Beweise zu sammeln. Ich bin Lieberman gefolgt, um zu outen, dass er überall auf dem Kontinent kleine Jungs besucht, um zu outen, dass er schwul ist. Stellen Sie sich vor, ein schwuler Präsident der amerikanischen Zentralbank. Was hat das mit meinem Mann zu tun? Hinterher erfuhr ich leider, dass Lieberman Bauchspeicheldrüsenkrebs hatte im Endstadium. Stell dich das mal vor, wir blieben nur ein paar Wochen. Und dann muss wegen ihm ein ganzes Flugzeug abstürzen. Fast 200 Menschen leben. Und Lieberman wäre sowieso tot. Das ist absurd. Pervers. Sagen Sie endlich, was haben Sie am Flughafen beobachtet? Mr. Archer hat sich auf der Toilette mit einem anderen Mann getroffen. Die beiden haben ihre Identitäten getauscht. Der andere trug hinterher Archers Frisur, Brille und Klamotten. Und der andere flog für ihn nach L.A. Archer flog stattdessen nach Seattle, wo der andere hätte hinfliegen sollen. Also ging der andere Mann in den Tod für ihn. Wie hieß er? Wer war der Mann? Das weiß ich nicht. Aber Ihr Freund beim FBI könnte das herausfinden. Ich verstehe das nicht. Warum sind Sie jetzt hinter mir her, Mr. Page? Und warum haben Sie vorher Arthur Lieberman verfolgt? Warum nicht Quentin Rowe? Mrs. Archer. Quentin war damals noch ein Junge. Sie waren beide kleine Jungs. Im Übrigen wollte ich Ihnen das nur sagen. Ich wollte Ihnen sagen, dass das nicht lustig ist, dass Jason ernsthaft in der Scheiße sitzt. Was ist passiert? Ist Ihnen übel? Ich bekomme keine Luft mehr. Mr. Page! Mr. Page! Was ist denn hier los? Verdammt! Sieht nach Herzinfarkt. Hilf! Ist hier kein Arzt an Bord? Ein Arzt! Wir brauchen einen Arzt! Hallo? Hallo? Hier spricht Jason Archer. Sid, ja, mir geht's gut. Mir geht's prima. Ich bin so gut drauf, ja. Alles vorbei. Alles bestens. Ich muss es dir erklären. Sid, ich muss dich sprechen. Ich muss dich sehen. Unbedingt gleich morgen. Ja, ich muss dich sehen. Morgen passt es mir. Wo kommst du?
Wo kommst du hin? Sid, sag es mir. Sag's mir schnell. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sid, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Bald ist es vorbei. Bald ist alles vorbei. Kenneth Scales spulte die digitale Tonkassette zurück. Er drückte die Wiedergabetaste und hörte sich nochmals an, was er aus dem Material zusammengeschnitten hatte. Jasons Stimme klang gut. Die Sätze waren überzeugend. Sie wirkten echt. Kenneth Scales nahm die Kassette an sich und schaltete das Gerät aus. Bösartig grinsend verließ er das Zimmer. Eine halbe Stunde später stürmte Sidney Archer völlig aufgelöst in Gambles Büro. Hinter ihr her lief ein merklich verblüffter Frank Hardy. Gamble saß am Schreibtisch. Sidney hielt ihm die Titelseite der Washington Post vor die Nase. Mein Mann soll ein Flugzeug sabotiert, Geheiminformationen verkauft und sie ausgeraubt haben? Das sind alles Lügen und Sie wissen das! Ich hab den Scheiß nicht geschrieben. Ich verklage Sie! Ich verklage Sie bis ans Ende Ihrer Tage! Einen Scheißdreck tun Sie! Gamble zeigt auf den Videorekorder und gab Frank Hardy ein Zeichen. Der legte wortlos die Videokassette ein und drückte die Starttaste. Im Türrahmen stand, von keinem beachtet, Quentin Rowe. Er musterte Sidney und knabberte dabei an der Unterlippe. Als auf dem Bildschirm ihr Mann auftauchte, blieb Sidney beinahe das Herz stehen. Jason. Er sah blass aus. Oh mein Gott. Er tauschte mit einem anderen Mann einen Aktenkoffer. Jason. Diese Übergabe fand in einem RTG-Gebäude in Seattle statt. Und zwar Stunden, nachdem das Flugzeug abgestürzt war. Wollen Sie mir jetzt immer noch drohen, Mrs. Archer? Sidney, Sid, so warte doch. Hau ab, Quentin, du hast mir gerade noch gefehlt. Ach, Sid, du kennst ihn doch, den Alten. Alles heiße Luft, es wird sich wieder einrenken, das verspreche ich dir. Kennst du einen Mann namens Ed Page? Edward Page. Page, lass mich überlegen. Ich habe nachgeforscht. Edward Page hat seit 5 Jahren als Privatdetektiv im Großraum Washington gearbeitet. Davor 10 Jahre bei der Polizei in New York City. Seine Firma hieß Private Solution. Er war verheiratet und hatte 2 Kinder. Warum erzählst du mir das? Ich werde mein kleines Mädchen nicht alleine zurücklassen. Sag mal, spinnst du? Was willst du mit der Pistole? Sag mir die Wahrheit. Was ist mit Stephen Page? Was hat der Tod von Stephen Page mit dem abgestürzten Flugzeug zu tun? Hat dir das Ed nicht gesagt? Ed ist tot! Angeblich Herzinfarkt. Aber in Wirklichkeit hat er Gift bekommen. Jemand tat ihm was in den Kaffee. Wer soll sowas getan haben? An die Wand! Was? Los, an die Wand mit dir! Das meinst du nicht ernst? Komm, Sid, sei nicht albern. Ich schreie! Plötzlich ließ Sidney die Pistole sinken. Sie drehte sich um und ging nach Hause. Als Sidney Archer in ihrer Garage aus dem Wagen stieg, ging ihre Handtasche auf. Ihre Smith & Wesson fiel auf den Boden. Sie hob sie auf. Eine Ecke des Plastikgriffs war abgebrochen. Wer ist da? Ist da wer? Durch die Zwischentür trat Sidney zitternd in den Hausflur. Hektisch entsicherte sie die Waffe. Ich bin bewaffnet. Ich schieße! Sidney spähte nach allen Seiten. Sie stand mit dem Rücken zur Wand. Der Lauf der Smith & Wesson zeigte auf die Wohnzimmertür. Sie war bereit, abzudrücken. Mr. Sawyer, nehmen Sie die Waffe runter! Mr. Sawyer? Was machen Sie denn hier? Sind Sie völlig übergeschnappt? Wieso brechen Sie mein Haus ein? Ich hätte Sie erschießen können. Geben Sie die Waffe her. Entschuldigen Sie. Bitte. Na also. Die Haustür stand offen. Ich habe mehrmals geklingelt. Als niemand rauskam, dachte ich, es könnte was passiert sein. Die Haustür stand offen? Verzweifelt kämpfte Sidney gegen die aufkeimende Übelkeit. Sie war schweißgebadet. Möchten Sie was zu trinken? Oder was essen? Kaffee wäre toll. Während Sidney in der Küche 2 Tassen nahm und aus der Thermoskanne Kaffee einschenkte, blieb Sawyer im Flur stehen. Haben Sie was dagegen, wenn ich die Kugeln rausnehme, bevor ich Ihnen die Waffe zurückgebe? Kommen Sie rein, setzen Sie sich. Machen Sie sich keine Gedanken, ich kann mit Waffen umgehen. Mein Vater ist ein begeisterter Jäger. Schon als Kind hat er mir das Schießen beigebracht. Ich besitze mehrere große Kaliber und sogar eine alte Polizeipistole. Echt? Ich habe schon so gut wie jede Waffe abgefeuert, auch schon so eine wie Ihre. Glauben Sie mir, ich kann das.
Wo ist eigentlich Ihre Tochter Amy? Noch immer bei ihren Großeltern. Sie ist erst 2,5. Sie versteht das nicht, die Sache mit ihrem Daddy. Und Sie? Verstehen Sie das? Darf ich Sie etwas fragen, Mr. Sawyer? Lee. Nennen Sie mich Lee. Habe ich Sie nicht schon mal drum gebeten? Also, Lee. Fragen Sie mich, Sydney. Was ist wirklich geschehen? Was wollen Sie hören? Ihr Mann wird verdächtigt, Geheiminformationen seiner Firma an die Konkurrenz weitergegeben zu haben. Im Übrigen befand er sich nicht an Bord des Flugzeugs, in dem er sich zu diesem Zweck maßgeblich befinden sollte. Das Flugzeug stürzt ab und Ihr Mann ist quicklebendig. Aber das wissen Sie doch längst. Spielen Sie hier kein Theater! Wo ist er? Wo finde ich Ihren Mann? Das weiß ich nicht! Wenn ich das wüsste... Wäre ich der Letzte, dem Sie das... Ja, ja! Ja! Sie stecken mit drin, nicht wahr? Das FBI steckt bis zum Hals in dieser widerlichen Geschichte. Ich weiß nur eins. Jason hat seine Firma nicht verraten. Das hätte er nie getan. Es muss etwas anderes in dem Aktenkoffer gewesen sein. Und Sie wissen, was es war! Sie wollen doch, dass Jason überlebt, nicht wahr? Sie Bestie! Dann vertrauen Sie mir. Ich will Ihnen helfen, Sid. Sagen Sie mir die Wahrheit. Wo ist die Diskette? Welche Diskette? Zum Teufel, welche Diskette? Wir müssen sie finden. Je eher wir sie finden, desto besser sieht es für Jason aus. Was ist da drauf? Was verdammt ist auf der Diskette drauf? Etwa zur gleichen Zeit traf der Killer Kenneth Scales in einem Lagerhaus in Seattle mit Frank Hardy, dem Sicherheitschef von Triton Global, zusammen. Das Gebäude gehörte dem RTG-Konzern. Man befand sich im selben Trakt des gleichen Komplexes, in dem Jason Archer bei der Übergabe des Materials heimlich gefilmt worden war. Haben Sie das Material dabei? Selbstverständlich. Alles, was Sie brauchen, finden Sie auf dieser Diskette. Das soll ich Ihnen glauben? Dann hat mein Auftraggeber Ihre Firma in der Hand. Es ist alles eine Frage des Preises. Hände hoch, Mister. Die Sache läuft doch so, Mister Blöd. Erst flog Lieberman durch die Luft. Dann wurden Sie angestellt, um die Spuren zu verwischen. Sie beseitigten den Tankwart, der die Maschine manipuliert hatte. Plötzlich kriegten Sie irgendwie Wind. Daraufhin wechselten Sie die Seiten und zogen Ihr eigenes Ding durch. Sie arbeiteten nicht mehr nur für Triton, Sie arbeiteten gleichzeitig für RTG. Sie glaubten an das geheime Material, das Jason angeblich gesammelt hatte und das nun auf einmal verschwunden war. Sie wollten es aus Jason rauspressen. Sie wollten Geld damit machen. Was sind Sie nur für ein Trottel? Lassen Sie mich in Ruhe. Lassen Sie mich heraus. Es gibt kein Material mit Informationen über Triton, das RTG interessieren könnte, Mann. Gibt es nicht. Gab es nicht. Hat es nie gegeben. Die Find haben wir nur gebraucht, um Archer als Buhmann hinzustellen. Und du fällst darauf rein. Sehr dumm von dir, Mr. Blöd. In Wirklichkeit geht es um etwas ganz anderes. So, so. Um was geht es denn? Um die eigentliche Geschichte. Und Jason hat eine Kopie davon auf eine Diskette gepackt, die er an sich selbst geschickt hat. Ich habe diese Diskette. Hier. Aber ich kann sie nicht öffnen. Deshalb bringst du mich jetzt zu Jason, du Weichei. Und ich garantiere dir, wenn Jason nicht mehr lebt, dann puste ich dir zweimal das Hirn aus. Paul Brophy lag inzwischen in einem Kühlfach, zu dem Lee Sawyer bereits den Schlüssel verloren hatte. Es würde dauern, bis man seine Leiche auftauen konnte. Keine Beerdigung? Vorerst keine Beerdigung, Doktor. Die Untersuchungen sind abgeschlossen. Ein schweres Kaliber, aus nächster Nähe abgefeuert. Der Tote weist sogar eine Kontaktwunde auf. Die Kugel trat am Hinterkopf wieder aus. Was Sie nicht sagen. War es eine Smith & Wesson 9mm? Nein. Eine Smith & Wesson war es mit Bestimmtheit nicht. Dafür könnte es Ihre Dienstwaffe gewesen sein. Oh nein. Oh nein.
Nein. Ich muss das melden, Inspektor. Okay. Wir heben die absolute Geheimhaltungsstufe sofort auf. Wir gehen auf der Stelle an die Öffentlichkeit. Es tat ihm furchtbar leid. Sidney Archer steckte sowieso schon bis zum Hals in Schwierigkeiten. Hätte Lee Sawyer sie unter anderen Umständen kennengelernt, hätte sein Verhältnis zu ihr sicher bald eine glücklichere Wendung genommen. Die Sache stinkt, Chef. Gesucht wird die 31-jährige Rechtsanwältin Sidney Archer. Wie es aussieht, sie ist etwa 1, benutzen wir diese Dame vielleicht als Lockvogel. Dezent gekleidet. Sie hat lange blonde Haare und blaugrüne Augen. Dazu kann ich nichts sagen, Holman. Möglicherweise zwingt man uns dazu. Im Übrigen liegt ein Haftbefehl gegen sie vor. Sorry, Lieutenant, aber ich kann diesen Fahndungsmüll nicht ab. Schon gut, Chef. Aber im Vorfeld ist einiges seltsam laufen. Das FBI wird dazu offiziell Stellung nehmen. Ich hätte ihr das, was jetzt kommt, jedenfalls gerne erspart. In diesem Augenblick zog Sidney Archer am Bankautomat so viele Dollarnoten, wie sie nur konnte. Bald würde die Plastikkarte wertlos sein. Denn damit verriet sie der Gegenseite ihren Aufenthaltsort. Sie war in New York in der Nähe von Broadway. Lee Sawyer hatte sie angerufen. Er hatte sie indirekt gewarnt. Er hatte ihr einen Vorsprung gegeben. Das war nett von ihm. Aber warum sind alle hinter mir her, Lee? Was habe ich denn getan? Gut, ich habe das FBI belogen. Ich war in New Orleans. Ich wollte dort Jason treffen, aber ich habe ihn Paul nicht. Paul Brophy wurde auf ihrem Balkon in New Orleans erschossen, Sid. Was? Passen Sie auf sich auf. Keine Alleingänge, haben Sie gehört? Versuchen Sie auf keinen Fall, Jason zu treffen. Paul ist tot? Wer war das? Vielleicht war es Jason. Oh, das ist absurd. Sie sind in großer Gefahr. Am besten, Sie stellen sich. Das könnte Ihnen so passen. Ich muss Schluss machen. Gute Reise. Lee, was haben Sie gesagt? Lee! Ich war das nicht. Ich habe Paul nicht. Wir... Sind Sie noch dran? Wir haben ein Diktiergerät unter der Leiche gefunden. Da war alles drauf. Das gesamte Telefongespräch zwischen Ihnen und Jason vom Tag der Trauerfeier. Sie wollen doch nicht behaupten. Das ist ein erstklassiges Motiv, Sid. Könnte es nicht sein, dass Sie Paul erschossen haben, um an das Beweismaterial heranzukommen? Dann war Ihnen die Leiche zu schwer. Sie haben es nicht geschafft, Paul umzudrehen. Das ist ungeheuerlich. Ich hätte nie gedacht, dass Sie mich derartig schäbig benutzen. Sie jagen mich doch nur, um Jason zu kriegen. Man zwingt mich dazu. Lee, sind Sie noch dran? Lee! Lee! Hier spricht Jason Archer. Jason? Sid, ja, mir geht's gut. Mir geht's prima. Ich bin so gut drauf, ja. Alles vorbei. Jason. Alles bestens. Ich muss es dir erklären. Sid, ich muss dich sprechen. Ich muss dich sehen. Das, unbedingt gleich das morgen. Das gibt's doch nicht. Ja, ich muss dich sehen. Morgen passt es mir. Wo kommst du hin? Sid, ich kann nicht mehr. Sag es mir. Sag's mir schnell. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Jason. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Bald ist es vorbei. Bald ist alles vorbei. Als sie die Toilette in der Penn Station verließ, hatte Sidney komplett ihr Outfit verändert. Sie trug nun enge, gebleichte Jeans, spitze beige Cowboy-Stiefel, ein dickes weißes Baumwollhemd und darüber eine warm gefütterte schwarze Lederjacke. Sie hatte die Smith & Wesson gegen ein großkalibriges Format eingetauscht, weil Lee Sawyer den abgebrochenen Griff registriert hatte. Falls sie die Waffe gebrauchen und hinterher wegwerfen musste, wollte sie es dem FBI nicht zu leicht machen. An einem Pfeiler lehnte ein seltsamer Weihnachtsmann, der Sidney verdächtig vorkam. Schnell stieg sie in ihren Nahverkehrszug. Es war Feierabend und der Wagen war brechend voll mit Pendlern. Der Zug brachte sie nach Stamford, Connecticut. Das war eine der zahlreichen verschlafenen Vorstädte, in denen hart arbeitende New Yorker nachts Erfüllung fanden. Nach weiteren 20 Minuten Taxifahrt war Sidney am Ziel angelangt. Sie betrat ein hübsches, weißes Ziegelsteinhaus mit schwarzen Fensterläden. Auf dem Briefkasten stand Patterson. Das Haus, das nur noch selten bewohnt wurde, seitdem ihr Vater in Ruhestand war, gehörte ihren Eltern. Jason? Wo bist du? Bist du da? Jason, ich weiß, dass du da bist.
weiß es einfach. Sie betrat das Arbeitszimmer. Es war so eiskalt, dass sich weiße Wölkchen vor ihrem Mund bildeten. An der Längswand stand ein großer Eichenschrank. Der Inhalt bestand aus einer beeindruckenden Sammlung von Schrotflinten und Pistolen. Sie hängte ihr schweres Kaliber an den Nagel und entschied sich für eine handliche Winchester 1300 Defender. Ihr Blick fiel auf den Fernseher. Nach kurzem Zögern drückte sie die Fernbedienung und zappte. Also sind die beiden ein Schwerverbrecherpärchen, eine moderne Version von Bonnie und Clyde. Der FBI-Agent Lee Sawyer stand neben einem Reporter von Channel 5. Es dämmerte und schneite sacht. Im Hintergrund glomm die Skyline von Manhattan. So kann man das nicht sagen. Das FBI ist nicht dazu da, Schuld oder Unschuld festzustellen. Dafür sind die Gerichte zuständig. Aber Sie gehen doch davon aus, dass Sidney Archer ihren Kollegen Paul Brophy niedergeschossen hat. Es besteht ein dringender Tatverdacht. Er hat Paul Brophy. Gegen Sidney Archer liegt ein Haftbefehl vor. Und ich bin Wir bitten die Bevölkerung dringend um Hinweise. Sidneys Foto wurde eingeblendet. Ihre Daten flimmerten vorbei. Haben Sie Sidney Archer nach New York verfolgt? Haben Sie Ihre Spur hier verloren? Sie kriegen dich nicht, Liebster. Worin sind Sie? Ich bei unserer Steckt Paul Brophy etwa mit drin? Wo drin? Na, beispielsweise im Wirtschaftskrieg zwischen RTG und Triton Global. Was Sidney nun zu hören bekam, war ungeheuerlicher als alles, was sie sich hätte ausdenken können. Sidney Archers Anwaltskanzlei, Tyler Stone, arbeitet sowohl für den Computerkonzern Triton Global als auch für die Konkurrenz, für RTG. Mrs. Archer ist Triton-Anwältin. Paul Brophy hat RTG vertreten. Anhaltspunkte dafür, dass er in Jason Archers mutmaßliche Spionagetätigkeit verwickelt war, die gibt es nicht. Hatte Paul Brophy ein Verhältnis mit Sidney Archer? Nein, bestimmt nicht. Aber warten Sie mal. Brophy war am Tag der Trauerfeier bei ihr. Es gibt einflussreiche Leute, die behaupten, dass Jason Archer noch lebt. Was halten Sie davon? Unwahrscheinlich. Sie halten also an der Version fest, er sei mit der Maschine abgestürzt. Das habe ich nicht gesagt. Könnte es sein, dass Jason Archer nicht für RTG Informationen gesammelt hat, sondern für das FBI? Was wollen Sie damit sagen? Könnte es sein, dass Sie, Mr. Sawyer, dass Sie persönlich sich am Flughafen mit Jason Archer verabredet hatten? Dann haben Sie ihn dort irgendwie verpasst. Ein anderer trat an Ihre Stelle, ein anderer gab sich als das FBI aus und behauptete, er sei der richtige Mann für Jason. Dieser andere kam von RTG. Oder noch besser, er kam von Triton. Das ist doch kompletter Unfug. Angenommen, Jason Archer war einer ganz anderen Sache auf der Spur. Einem Verbrechen, das von Triton Global um jeden Preis vertuscht werden muss, weil es nicht nur die geplante Fusion mit Cybercom gefährdet, sondern die Existenz des Konzerns überhaupt. Jason hatte vor, dem FBI sein Beweismaterial zur Verfügung zu stellen. Die Übergabe ist geplatzt. Triton holte sich die Beweise zurück, indem es das FBI an der Nase herumführte. Das ist natürlich peinlich für Sie. Das FBI nimmt dazu keine Stellung. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wozu das Flugzeugunglück? Der Anschlag gilt nicht Archer, sondern Arthur Lieberman. Dahinter steht Triton. Warum hat also Triton Arthur Lieberman ermordet und Jason Archer in voller Absicht nicht? Warum nicht beide in einem Aufwasch? Ganz einfach. Weil Triton Jason noch brauchte, um Spuren zu verwischen. Jason musste vorgeben, er wäre ein Wirtschaftsspion. Er wurde zu dieser Inszenierung gezwungen. Wetten, es gibt darüber ein Video. Wetten, wir sehen es bald in den News. Und wetten, dass Jason Archer dann garantiert tot ist. Mr. Sawyer. Absolut kein Kommentar. Es war 4 Tage vor Weihnachten. Bei Triton Global wurde der Strom ausgeschaltet und der Baum angezündet. Es gab echte Kerzen. Nathan Gamble und Quentin Rowe feierten mit einem auserwählten Kreis aus dem Management. Aber nicht nur Christi Geburt lieferte einen willkommenen Anlass dafür, im Saal die Korken knallen zu lassen. Prost! Cheers! Salute! Auf euer Wohl, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Und auf die heute erstmals anwesenden Kollegen von Cybercom. Oh
Mann, Fred. Davor habe ich mich schon seit Wochen gefürchtet. Das Schlimmste an der Übernahme von Cybercom ist diese Rede. Mach dir nichts aus, Quentin. Du kannst ja auch noch ein paar Takte sagen. Soll ich? Na klar, sag denen, wo es lang geht. Alter Schmeichler. Das Ganze wird zur Folge haben, dass Triton in ein paar Jahren den Markt beherrscht wie einst General Motors und IBM. 90% der weltweiten Datenübertragung werden mit Hardware, Software und anderen Komponenten des heute gebildeten Firmenkonglomerats erfolgen. Weltweit verbinden sich die Computer zu einem globalen Netzwerk. Wächst dadurch nicht gleichzeitig immer mehr die Gefahr, dass sich die Macht zentriert? Und eines Tages könnte vielleicht ein einziger Mensch uneingeschränkte Kontrolle über unser Leben ausüben. Und was, wenn es ein böser Mensch ist? Ja, so ist der Kapitalismus nun mal. Der Stärkste überlebt. Das ist das Gesetz des Dschungels. Bestimmt kennt ihr diese Sendung von National Geographic. Tiere fressen einander auf und kämpfen ums Überleben. Kein schöner Anblick hier. Wir begrüßen euch mit warmen Händen und offenen Herzen. Jetzt du, Quentin. Soll ich wirklich? Auf die Bühne mit dir. In diesem Moment betritt Kenneth Scales den Raum. Er trägt einen grauen Hut und einen gelben Trenchcoat und fällt nicht weiter auf. Ein Zucken seines Mundwinkels verrät, dass Frank Hardy den Killer bemerkt hat. Also, wenn ich nun auch noch... Mr. Rowe möchte etwas sagen. Ja, lass Mr. Rowe sprechen. Quentin, bitte. Ruhe, meine Herrschaften. Einen Augenblick Ruhe. Verehrte Anwesende, es ist mir eine Ehre, vor Sie hintreten zu dürfen. Es ist einer der schönsten Augenblicke in meinem Leben. Diese Fusion wird die Welt verändern. Es geht dabei nämlich nicht um Geld. Es geht um eine Vision. Es geht um das unbegrenzte, positive Potenzial, das die beiden Firmen Triton und Cybercom der Welt vereint zu bieten haben. Bessere Ausbildungsmöglichkeiten für alle. Anspruchsvollere Arbeitsplätze. Größere Chancen für die Unterschicht und die armen Länder. Und damit verbunden sozialer Friede und ein Rückgang der Geburtenrate und der Kriminalität weltweit. Liebe Freundinnen und Freunde, es ist bald Weihnachten und die Fusion von Triton Global und Cybercom ist mein schönstes Geschenk und eine frohe Botschaft für die gesamte Menschheit. Wir müssen uns dieser Verantwortung bewusst sein. Deshalb möchte ich noch zwei Sachen sagen. Kenneth Scales hebt ein Auge. Seine Hände hat er tief in den Taschen vergraben. Erstens, wie manche hier wissen, bin ich seit einigen Jahren HIV-positiv. Vor kurzem ist bei mir die Krankheit ausgebrochen. Ja, ich habe AIDS. Somit habe ich vielleicht nicht mehr viel Zeit. Das erklärt meinen ungewöhnlichen Ehrgeiz. Ich möchte Sie jetzt bitten, aufzustehen. Wir wollen eines Mannes gedenken, der für mich und für Triton alles getan hat. Ich spreche von meinem Mentor und väterlichen Freund Arthur Lieberman, dem Präsidenten der Bundeszentralbank. Er war ein wunderbarer, warmherziger und kluger Mensch. Mit einem großen Sinn für Gerechtigkeit. Ohne ihn gäbe es Triton Global nicht. Ohne ihn gäbe es diese Fusion nicht. Denn er hat für uns auch dieses Mal wieder die finanzielle Basis hergestellt. Er hat uns einmal mehr die nötigen Kredite verschafft. Und dafür hat er mit dem Leben bezahlt. Quentin, würdest du bitte deine Rede beenden? Ich bin gleich fertig, Nathan. Dass Arthur Lieberman vor wenigen Wochen bei diesem Flugzeugabsturz ums Leben kam, ist kein Zufall. Würdest du bitte... Es war ein Attentat. Es war gegen Triton und gegen diese Fusion gerichtet. Arthur Lieberman war als Opfer zugleich ein Symbol. Sein Tod sollte uns einschüchtern. Aber er starb nicht allein. Er starb zusammen mit all den anderen Passagieren. Das war Massenmord. Und ich schwöre bei Gott... Ich werde den Schuldigen finden. Ich bitte Sie nun um eine Schweigeminute im Gedenken an Arthur Lieberman. Lee Sawyer schlüpft durch die Tür und blickt sich erstaunt um. Alle stehen starr da und stieren vor sich hin wie die Ölgötzen. Nathan Gamble hat den Mund auf und schielt. Quentin Rowe
wischt sich eine Träne weg. Frank Hardy zielt mit der Pistole auf einen Mann, der ebenfalls eine Pistole in der Hand hält. Ist Mrs. Archer zu Hause? Leider nein. Was wollen Sie? Bill Patterson trat aus der Tür. Es hatte geschneit und es schneite immer noch. Knöcheltief stand er mit seinen Pantoffeln im Schnee. Es war klirrend kalt. Er fröstelte. Kann ich reinkommen? Das ist das Haus meiner Tochter. Ich empfange niemanden. Mein Name ist Frank Hardy. Ich bin Sicherheitsexperte bei Triton. Er zückte eine dieser langweiligen No-Name-Waffen. Bill Patterson ließ sich als alter Sammler und Jäger davon nicht beeindrucken. Dann wissen Sie ja wohl Bescheid. Schönen Tag noch. Ich habe ein Problem mit einer Diskette. Ich brauche das Codewort. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wenn Sie wollen, dass Ihr Schwiegersohn überlebt, bringen Sie mich zu Ihrer Tochter. Zu meiner Tochter? Den Teufel werde ich tun. Wo ist Opi? Schnell, Emmy. Geh zu deiner Oma. Lassen Sie das Kind los. Gehen Sie langsam rückwärts ins Haus. Machen Sie die Tür zu. Sie erreichen mich unter meiner Handynummer. Ich bin's, Lee. Ich hab die Kleine. Amy Archer. Wenn du willst, dass sie überlebt, beschaff mir das Codewort. Wo bist du, Frank? Auf der Straße nach Süden, Chef. Ich bin bereit, jeden, der mich aufhält, das Hirn auszupusten. Das Spiel ist aus, Mann. Wozu brauchst du jetzt noch die verdammte Diskette? Um meine Unschuld zu beweisen. Ich habe Lieberman nicht umgebracht. Ich weiß nichts über das Flugzeugattentat. Gar nichts. Wo ist Jason? Keine Ahnung. Du hängst überall mit drin. Erst wolltest du Sidney einen Mord anhängen, jetzt hast du Kenneth Gales das Hirn ausgepustet. Er war ein Killer. Es war Notwehr. Das war dumm von dir. Skills hätte dich entlasten können. Und leider sind auch Gamble und Roe tot. Wer kennt also noch die Wahrheit? Du musst mir helfen. Ich brauche den Code. Woher soll ich ihn nehmen? Soll ich Jason fragen? Dem hat Skills doch längst eine Klinge unter das Hemd geschoben. Frag Sidney Archer. Ich weiß nicht, wo Sidney Archer steckt. Verfluchte Scheiße. Frank, mach dich nicht unglücklich. Bring die Kleine zurück. Zum letzten Mal. Ich brauche das Codewort. Übrigens, hast du Gamble und Roe umgebracht? Oder ist dir Gamble bei Roe zuvorgekommen? Fast 2 Monate sind seit dem spektakulären Flugzeugabsturz vergangen. Langsam wird Lee die Sache klar. Nathan Gamble erpresst den homosexuellen Präsidenten der amerikanischen Zentralbank. Arthur Lieberman steht auf äußerst junge Männer. Das macht ihn zu einer noch leichteren Beute. Lieberman hilft gezwungenermaßen dem Technologiekonzern Triton Global, indem er so mit den aktuellen Zinssätzen spielt, dass es dem aufstrebenden Unternehmen stets äußerst gelegen kommt. Gamble bringt dadurch ein unvorstellbares Vermögen an sich. Haben wir es nun eigentlich mit einem Fall oder mit 2 Fällen zu tun? Jason Archer, ein aufstrebender junger Computerexperte bei Triton, kommt der Erpressung per Datennetz auf die Spur, was Gamble wird. Er legt Jason herein, indem er eine Scheinübergabe des Beweismaterials an das FBI inszeniert. Gleichzeitig gelingt es ihm, Jason mit dem Verdacht zu belasten, er habe sich mit entscheidenden firmeninternen Informationen der Konkurrenz abgesetzt und gefährde damit eine zukunftsweisende Fusion. Schade, dass Gamble schon tot ist. Wir hätten uns noch viel zu erzählen, glaube ich. Welche Rolle spielt eigentlich Quentin Roe? Vielleicht ist er wirklich so unschuldig und er war mit Lieberman nicht mal im Bett. Vermutlich hat er es bis zuletzt geglaubt, dass Lieberman ihm aus reinem Gutmenschentum hilft. Wahrscheinlich hatte er keine Ahnung davon, dass Lieberman von Gamble erpresst wurde. Quentin Roe war ein Lamm und Arthur Lieberman war ein Schafmelker. Als Lieberman begreift, dass der Krebs ihn auffrisst, will er endlich reinen Tisch machen. Alle Welt soll erfahren, dass Gamble ihn erpresst. Der ganze Erdball soll vor Empörung darüber, dass ein weltmarktführender Technologiekonzern den Kapitalismus manipuliert, ins Schleudern geraten.
Mit letzter Kraft fliegt Lieberman deshalb nach Los Angeles, um sich dort mit einem moralisch sauberen Star-Reporter zu treffen, der den Skandal aufdeckt, aber die Maschine stürzt ab. Und für Sydney stellen sich die Dinge noch weitaus bedrohlicher dar. Allmählich wird die Big Brother-Affäre zu einer Art Dschungelkrieg. Inzwischen geht es ums nackte Überleben. Wobei Sydney die Gegenseite immer noch nicht genau kennt. Wo ist Jason? Immer häufiger wird ihr bei dieser Frage schlecht. Sie zieht nur noch nicht die richtigen Schlüsse daraus. Sydney stürmte ins Arbeitszimmer, warf die Tür zu und schloss sich ein. Sie nahm die Schrotflinte vom Schreibtisch, entsicherte sie, kauerte sich in eine Ecke, griff zum Hörer und hob ab. Hallo? Hallo? Hör zu, Liebes, bleib, wo du bist. Ich bin in Kürze bei dir. Papa, woher weißt du, dass ich mich helfe? Sie haben Amy. Ich brauche das Codewort. Was heißt das? Wer hat Amy? Frank Hardy. Frank Hardy hat Amy? Das ist doch absurd. Er jagt der Wahrheit hinterher. Er wird dir nichts tun. Amy, mein kleines Mädchen. Bei der Cybercom-Übernahme hat es ein Blutbad gegeben. Gamble und Rose sind tot. Woher weißt du das? Hörst du denn keine Nachrichten? Nein. Hast du was von Jason gehört? Wir müssen uns auf das Schlimmste gefasst machen. Wenn wir ihn retten wollen, brauchen wir das Codewort. Wir brauchen es vor allem auch für Amy. Welches Codewort? Frank Hardy will unbedingt eine Diskette von Jason öffnen. Was für eine Diskette? Verdammt! Lee Sawyer hat auf und an. Die Jason dir geschickt hat. Jason hat mir eine Diskette geschickt? Ja, kurz vor der Trauerfeier. Sie ist in den Beileidsbriefen untergegangen. Dann ist Hardy eingebrochen und hat sie geklaut. Ein Codewort. Das ist gut. Das ist sehr gut. Sid, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Bald ist es vorbei. Bald ist alles vorbei. Baldacci. Wie bitte? Baldacci. Das Codewort heißt Baldacci. Am LaGuardia International Airport parkte Bill Patterson seinen schwarzen Cadillac. Neben ihm saß Sydney. Es schneite zwar so heftig, dass man kaum einen Meter weit sehen konnte, doch die Umrisse des Autos hoben sich deutlich von den Schneemassen ab. 12 schwer bewaffnete Mitglieder eines Sondereinsatzkommandos stiegen vis-à-vis aus einem Kastenwagen. Ihre ebenfalls schwarzen Overalls fielen zwar sehr ins Auge, aber weder Patterson noch Sydney schenkte ihnen irgendwelche Beachtung. Stattdessen verfolgten sie fasziniert die sich senkenden Lichter eines Privatjets. Der kriegt hier tatsächlich bei dem Wetter noch eine Landeerlaubnis. Amy, mein kleines Mädchen. Gleich bist du wieder bei deiner Mama. Was ist denn? Da. Da hinter dem Pfeiler. Dort steht Lisaya und raucht eine Zigarette. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir ziehen das Ding jetzt durch. Plötzlich klopfte Frank Hardy an die Beifahrertür. In der einen Hand hielt er seinen Laptop, an der anderen führte er Amy. Amy! Amy, mein Liebling! Lee Sawyer sprang auf den Cadillac zu. Frank Hardy drehte sich um. Plötzlich hatte er eine Pistole in der Hand. In diesem Augenblick fiel ein Schuss. Und ein SEK-Mann stürzte zu Boden. Er stand aber gleich wieder auf. Sofort gingen er und seine Kollegen in Deckung und erwiderten das Feuer. Lee Sawyer warf sich flach auf den Boden und robbte hinter ein parkendes Fahrzeug. Dort wartete er in Hab-Acht-Haltung. Sydney kauerte mit Amy unter dem Beifahrersitz und hielt ihr die Ohren zu. Neben ihr kniete Bill Patterson. Um Gottes Willen, das ist ja furchtbar! Das Codewort, Mr. Hardy! Sie wollten doch das Codewort! Frank Hardy fiel auf den Rücksitz des Cadillacs und öffnete im Liegen seinen Laptop. Das Codewort! Ergib dich, Frank! Du hast keine Chance! Lee! Lassen Sie ihn bitte! Waffen neben das Auto. Das Codewort heißt Baldacci, Frank. Mit einem oder mit zwei C? Mit zwei. Und einem einfachen I am Schluss. Das funktioniert. Das funktioniert, Mensch. Ich hab's. Gleich hab ich's.
Schnell! Raus! Papa! Los! Raus, Mensch! Sydney gibt Patterson einen Stoß, stürzt mit Amy aus dem Wagen und läuft. Sie finden zusammen Schutz hinter dem schwarzen Kastenwagen. Und zwar keinen Augenblick zu spät. Am Heiligabend rollte Lee Sawyers Dienstwagen langsam die Morgan Lane hinunter. Die Fenster der Einfamilienhäuser waren hell erleuchtet und weihnachtlich geschmückt. Nur ein Haus lag im Dunkeln. Lee, welche Überraschung. Kommen Sie rein. Im Wohnzimmer setzte sich Sawyer an den offenen Kamin. Minutenlang starrte er in die Flammen. Ich hoffe, Sie haben über die Feiertage jemanden. Ich fahre zu meinen Eltern. Amy ist schon da. Prost. Trotz allem, frohe Weihnachten. Sie sind ein großartiger Mensch, Sydney. Auf Ihr Wohl. Und Sie? Fahren Sie auch weg? Der Job hat meine Familie zerstört, wissen Sie? Ich bin geschieden, meine Frau hasst mich, meine Kinder wollen nichts mit mir zu tun haben. Nun habe ich den spektakulärsten Fall meines Lebens aufgeklärt und komme mir vor wie ein völliger Versager. Ich war immer zu spät dran. Jedes Mal, wenn ich kam, war die Sache schon gelaufen. Gamble könnte noch leben. Hardy könnte noch leben. Und Roe. Er vergrub das Gesicht in den Händen. Als er sie wieder wegnahm, schimmerten Tränen in seinen Augen. Sydney griff nach Sawyers Hand. Sie suchte seinen Blick und bemühte sich zu lächeln. Jason liebte sie und Amy so sehr, dass er all seine Zeit und Energie darauf verwandte, die schlechte Welt in eine gute zu verwandeln. Was er getan hat, hat er für sie und Amy getan. Es handelt sich um eine Reise für uns, Sid. Für uns? Wieso für uns? Ich verlasse Trenton. Ich fliege nach L.A., um mich bei einer anderen Firma vorzustellen. Das waren also die vielen Nächte im Büro. Und ich dachte schon, oh Jason, dann bekommen wir noch ein Baby. Ich bin schwanger, Lee. Ich bekomme noch ein Baby. Gratuliere, Sydney. Das ist großartig, ne? Das ist ganz großartig. Er legte die Arme um sie. Sie lehnte den Kopf an seine Schulter. Ich werde immer für Sie da sein, Sydney. Immer. Plötzlich löste sich Sydney aus der Umarmung. Sie sprang auf und starrte Lee an. Sie haben ihn gefunden, nicht wahr? Sie haben ihn gefunden. Oh, was bin ich nur für ein Idiot? Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Sie sind ein Feigling, ein verdammter Feigling. Das hätten Sie mir gleich sagen müssen. Warum haben Sie es mir nicht gleich gesagt? Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Jason tot ist? Ich habe es nicht übers Herz gebracht, Sydney. Machen Sie sich keine Vorwürfe. Sie haben nichts falsch gemacht. Er war schon tot, als Sie nach New Orleans fuhren, um ihn zu treffen. Man hat ihn... Halten Sie endlich den Mund. Ich komme wieder, Sydney. Das Labyrinth. Total Control. Von David Baldacci. Aus dem Amerikanischen von Michael Krug. Bearbeitung Uta Maria Heim.